Also vielen Dank für das Gespräch heute. Meine erste Frage: Wie kommt man dazu, Klavierbauer zu werden? Es gibt nicht den Königsweg sozusagen, sondern ich glaube, es gibt einfach Fügungen im Leben, die einen auf einen gewissen Weg bringen. So. Und ich habe das große Glück gehabt, nach meinem Abitur, wo ich dann angefangen habe zu studieren und gemerkt habe, das ist nichts für mich, jemanden kennenzulernen, mit dem ich heute auch noch sehr, sehr befreundet bin, der Klavierbauer in Esslingen ist. Und der hat mich eigentlich auf die Fährte sozusagen gebracht. Der meint, ja, mach doch was mit Musik, weil ich vorbelastet war. Und tja, und dann habe ich mich um eine Lehrstelle bemüht. Und seit wann sind Sie hier selbstständig in Ihrem eigenen Laden in der Klavierwerkstatt, Stefan Arnold? Seit 1999, also genau 17 Jahre jetzt. Und was gefällt Ihnen am besten an der Arbeit mit den Flügeln, mit dem Klavier? Also das Handwerkliche erstmal, das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist natürlich eine Entwicklung. Ja, in der Lehre fängt man erstmal an, mit Holz zu arbeiten, lernt die Werkstoffe kennen, lernt Filz, Leder, Kunststoff, Stahlseiten, Metallplatte. Also in der Lehre das war ganz, ganz toll. Wir waren mit drei Lehrlingen und jeder hat eigentlich eine eigene Hobelbank da stehen gehabt und jeder hat ein eigenes altes Klavier bekommen, sozusagen, und musste das komplett überholen. Das ging alles unter Anleitung. Also man hat Learning by Doing schon das Zerlegen, wie mache ich das? Okay, das musst du so machen und so weiter. Und so hat man dann mehr oder weniger diese Reparierarbeiten da so langsam aber sicher dann auch gelernt. Und dann ist alles immer weiter geworden, bis zum Phonieren. Gleichzeitig hat man das Stimmen gelernt. Das ist ja, ein Hauptaspekt, den man eigentlich können muss. Und das am Anfang, ich weiß noch, ja, das erste Klavier, was ich gestimmt hatte, das war total verstimmt erstmal. Und hinterher, als ich fertig war, nach 5 Stunden, ich war total durcheinander und das Klavier war noch verstimmter als vorher. Und danach habe ich einfach gemerkt, das ist echt schwer. Aber ja, man muss einfach sich da durchbeißen und gute Anleitung kriegen und dann wird man immer besser. Und man darf nie aufhören, sich weiter davor zu bilden, sich dafür zu interessieren. Sonst bleibt man am gewissen Standard, bleibt man einfach stehen. Haben Sie oft mit so alten Flügeln wie den Bechsteinflügel aus dem MW-Tonstudio zu tun? Oder erzählen Sie mal, wie sind Sie eigentlich zu unserem HDM-Flügelstimmer geworden? Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie das abgelaufen ist, aber der Heiko Schulz, der hat mich angerufen, da kannte ich den noch gar nicht. Und ich erinnere mich leider nicht ganz genau, da muss man den Heiko noch mal genau fragen, wo der meine Adresse her hatte oder irgendwie. Und so hat sich das ergeben. Fanden uns beide sympathisch und anscheinend hat es auch lang genug, also die Qualität ist jetzt auch so gut gewesen, dass er mich auch noch ein zweites Mal geholt hat. Und inwieweit ist es dieser Bechsteinflügel aus dem MW-Tonstudio besonders oder gerade auch in Bezug auf das Alter, dass er 111 Jahre alt wird dieses Jahr? Ja, was ist besonders daran? Also Bechstein war zu dem Zeitpunkt eine der renommiertesten. Also sind heute auch noch renommiert, aber da waren die in Deutschland auf jeden Fall in sehr, sehr vielen Konzerthäusern vertreten. Und ja, dadurch hatten die einfach einen Weltruhmnamen erhalten auch. Und die haben relativ viele Sachen. Ich kann nicht, müsste mal nachgucken, wie viele Instrumente die da in der Zeit überhaupt hergestellt haben. Und weil die ja doch hochwertig waren, sind auch viele erhalten geblieben. Also es gibt noch relativ einige aus der Zeit, die auch noch in gutem Zustand sind und mit denen man wirklich tolle Musik machen kann. Und der Flügel jetzt in der HDM, der hatte leider auch ein paar Risse im Resonanzboden und deswegen haben wir die einfach repariert. Und jetzt ist ja auch ein schönes Klimagerät drunter, dass der auch ja in dem schönen Zustand bleibt, wie er jetzt ist. Und das Ergebnis finde ich, also es kann sich wirklich sehen lassen. Der klingt wirklich toll, hat einen schönen runden Sound und das ist natürlich Vintage, wie man heutzutage sagt, aber trotzdem sehr modern eigentlich, obwohl er schon so alt ist. Woran erkennt man den typischen Bechstein-Sound? Also Sie als Profi
können vielleicht uns ein paar Details nennen, was den Unterschied macht. Das ist gar nicht so einfach. Also, wo erkennt man den typischen Bechstein-Sound? Man muss viele Instrumente kennen, dann hat man im Ohr die Klangcharakteristika des Flügels. Stärken und Schwächen. Und da erkennt man einfach den Klang auch dran. Okay, ja, also natürlich gibt es Instrumente, die weicher klingen, ein bisschen schärfer und so weiter. Das hängt von der Beschaffenheit der Hammerköpfe ab, aber die Klangfarbe, die Grundklangfarbe des Instruments, die kann man erkennen. Okay, und beim Bechstein ist die wie, die Klangfarbe? Wie Bechstein halt. Also besonders weich oder eher härter? Nein, nee, der Bechstein in der HDM, der hat einen sehr schönen, eleganten, schlanken Ton, finde ich. Okay. Ja, und der ist nicht aggressiv, sondern der hat eine gewisse Wärme, die trotzdem klar, und in den oberen Höhen ist der sehr, sehr fein und brillant. Okay. Also andere Instrumente sind vielleicht etwas durchdringender, die aggressiver klingen, schärfer im Ton sind. Sagt man im Steinway immer nach, aber Bechstein hat eher eine gewisse Eleganz, finde ich, im Ton. Worin liegt denn der Unterschied zwischen einem Flügel und einem Klavier? Ja, da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede. Also einer ist zum Beispiel, dass ein Flügel die Besaitung liegt, also waagerecht ist, und beim Klavier ist sie aufrecht. Okay. So, dadurch ergibt sich, wenn man vorne davor sitzt und man spielt, auch eine komplett andere Konstruktion der Mechanik. Mhm. Beim Flügel liegen die Hämmerchen, das heißt, sie fallen immer wieder aufgrund der Schwerkraft in die normale Position. Beim Klavier stehen die aufrecht. Das heißt, die müssen irgendwie wieder zurückfallen, dass man wieder neu anspielen kann. Und dann der größte Unterschied, das unterscheidet oder macht einen Flügel einfach sensibler in der Spieltechnik, ist, dass man viel schneller repetieren kann. Repetieren heißt, den Ton wieder anspielen. Das geht beim Flügel viel schneller und viel feiner als bei einem Klavier.